Ich könnte auch erstmal schauen, wo die ganzen Feinde sind, ne? Ah, das nervt. Okay, das sind zwei. So nah. Alter, die geht ja ab. Die geht ja super ab. Weich aus, du. Ah. Ach so, ja, okay. Sie stand auf einer Mauer. Ach so. Ich habe die ganze Zeit der Leertaste gespammt. Weich doch aus. Aber die war hart. Tot. Niemand darf mich sehen. Oh Gott. Ah, die war die hat ja nur rote Angriffe gemacht. Ich würde sagen Anti-Aggressionstherapie. Also das würde ich gerne abspielen, aber ich traue meinem PC nicht mehr zu, dass er irgendwas Lustiges machen kann. Hat er nicht gesagt. Gut. Guten Tag. Ah, guten Tag. Segen nochmal aufs Neue. Ich verspreche euch, das wird heute das letzte Mal sein, dass ich euch so störe. So. Juhu! Flop. So. Gesundheit. Ja, an sich brauche ich das ja nicht. Aber ich mach's trotzdem. Mir fällt gerade auf, warum war da gerade das. Also das Lied von Kult. Kultusministerium. So, voll in dein Face. War nicht so gemeint, es tut mir leid. Hier, voll in deinen Bauch. Hä? War nicht so gemeint, Entschuldigung. Und dann passiert sowas, ne? Ach, so ein Schmarrn. Finde die antike Tafel. Wo ist die antike Tafel? Die ist da. Ja. Ja, da ist sie. So, sehr schön. Uralte Tafeln. Los 4. Ort abgeschlossen. Totenbett von Ariadne. Das ist ein sehr bekannter Name. Ariadne. So. Ach, das Schwein ist immer noch da. Mitten auf dem Gemüse. Lecker. Lecker. So, was gibt's hier? Ich könnte noch mal hierhin kurz gehen. Unentdeckter Ort. Ich könnte hier ein bisschen rumsuchen, oder? Und ich will meinen Bogen noch ein bisschen verstärken, damit der noch mehr Freude bereitet. Und doch. Was genau suchst du? Ich suche bessere Waffen. Verbessern. Bogen. Ja.
Also. Gut. 100 mehr Schaden ist akzeptabel. Dann hier auch 100 mehr Schaden. Ist akzeptabel. So, gravieren. Ich will mal kurz, warte, was war das mit 3% mehr? Da war beim Angriffen, aufgeladenen Angriffen mit dem 4%? War das nicht 3%? 4% Schaden, aber 15% Kopfschussschaden ist natürlich sehr viel besser. Oder war das was anderes? Kann ich das hier machen? 3 Dolchschaden, Kopfschussschaden, Jägerschaden, Fernkampf, Widerstand, Kriegerschaden. Fernkampf, Widerstand, kritischer Schaden, Hellenschlag, Abklingszeit, Verringerung. Ja, Kriegerschaden, nö. Giftschaden, Schaden, auch 4% Schaden bei aufgeladenen Bogen, aber Nahkampfwiderstand, Jägerschaden, Kopfschussschaden. Alter, ich kann. Alter, ich kann halt so krass. Oh! Oh! Ich habe 10% Kopfschussschaden. Dann machen wir doch daraus 15%. Nice. Ich könnte. Was kann ich hier machen? Jägerschaden habe ich hier. Kriegerschaden? Nö. Feuerschaden? Nö. Bewegungszeiten? Nö. Schaden an Tieren? Nö. Wir schaden bei. Jägerschaden. Was ist der. Na. Was ist der Unterschied zwischen Jägerschaden und Schaden mit Bogen? Bei aufgeladenen Angriffen mit dem Bogen. Bedeutet das, dass ich. Also, wenn ich den Bogen komplett aufziehe, meinen die das mit aufgeladen oder muss ich es mit einem Skill aufladen? Weil wenn ich es Jägerschaden sind bei Aktionen von Jägerskills. Okay, und quasi hier ist der Schaden vom Bogen. Bogen ist Bogen. Ah ja, okay. Also hier 4% nochmal von den 1100 Schaden. Okay, und 6% ist dann genau wie Dolch und Attentat Unterschiede sind. Ah, ja, klar, macht ja Sinn. Okay. Aber ich glaube, dann macht er. Ich weiß aber nicht, ob. Ob hier Jägerschaden sinnvoll ist oder Bogen. Also was mehr Schaden macht. Weil Jägerschaden. Warte, Entschuldigung, ich, Der Herr misst deine Schritte leiten. Oh, danke. Wie lieb von dir. Ich schau mal kurz. Also, die Skills, die ich mache. Bogenbeherrschung. Erhöhe Jägerschaden um 40%. Kopfschussschaden um 40%. Genau, das ist ja schön. So, 1000% Jägerschaden. Der da macht 400. 400% Jägerschaden. Ist eigentlich ein bisschen schade, dass man hier nicht, also keine wirkliche Zahl hat. Also man hat hier zwar 340% Jägerschaden, aber was bedeutet das? Also wie viel Schaden macht der Jägerschaden? Also beim Bogenschaden, also die 4% Bogenschaden, kann man sich ja dann eigentlich ausrechnen, also von 1013 ist das, also das ist ja ein fester Wert. Und da ist es, also ich meine hier zum Beispiel, ist ja richtig krass. Und
So verschieße einen mächtigen Pfeil, aufgeladenen Pfeil, der 1000% Jägerschaden macht. Das klingt ja so krass, aber es macht halt nicht viel Schaden. Deswegen ist das ein bisschen complicated, finde ich. Macht schon ultra viel Spaß. Genau, aber deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das sinnvoll ist jetzt. Die 4, also 4% ist natürlich weniger als 6%, aber 4% von 1013 Schaden ist mehr, also ist vielleicht mehr als 6% von Jägerschaden. Wisst ihr, was ich meine? Genau, aber naja. Da ich sowieso, wenn ich mit dem Bogen schieße, mache ich sehr viel mit Jägerschaden, deswegen denk ich mal, das passt schon. So, also das da können wir wegmachen. Kann ich nicht wegmachen. 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 So, gut. Das finde ich eigentlich immer ein bisschen kompliziert, sage ich mal, wenn es halt so so heißt, so ja, macht irgendwie 1000% Schaden. Ja, schön, aber was bedeutet das? Naja. Ich will mal kurz schauen, wie der aussieht. Gut, ich habe es angeschaut. So. So, die kann ich immer noch nicht Satz anlegen. Cool, da kann man alles gleich anlegen. Kriegerschaden, Chance auf kritischen Dingen, spartanischer Held, Satz von sich. 100% Kriegerfertigkeitsschaden. Nee, das machen wir nicht. Piratenkampfhandschuhe. Römischer. Das haben wir ja. Satz an. Nee. Ich habe ja voll viele Sätze. Okay, aber keins davon kann ich verkaufen. Die kann ich verkaufen. Oh! Plus 100 Rüstung. Ich könnte eigentlich. Nee, stimmt. Ich könnte eigentlich wirklich meine Rüstung verbessern, ne? Da würde ich vielleicht nicht so häufig dann drauf gehen. Das ist doch mal eine Idee, oder? Wo ist der Schmied hin? Ich glaube, wir da unten. Entschuldigung, aus dem Weg. Was kann ich für dich tun? Verbessern. Ich will mal Rüstung um 100 verbessern. Ist natürlich cool. Das ist, da ist, ja, 140 verbessern. Da 30. Da 160. Ja, ein bisschen weniger. Ja, nicht 40, 140, 160. Gut, dann werde ich mal den da verbessern, das, was ich nicht kann. Und dann, das kann ich auch nicht. Natürlich kann ich das nicht. Verbesserung verkaufen. Wieso lese ich immer so ein Schmarrn? Also, ich kann das doch nicht verbessern. Also, ich kann doch die Verbesserung nicht verkaufen. Was ist mit mir? Ja, ich brauche ein bisschen Leder. Okay. So, verbessert den Speer, kann ich noch nicht. Trautes Heimglück allein. Spreche im Dorf, nee, noch nicht. Ich muss ja zuerst meinen Papa suchen, oder? Genau, die Löwen müsste ich ja auch noch, ach Gott. Oh nein, die Hirschkuh, ne? Die einfache Hirschkuh, die mich zerfetzt hat wie sonst mal was. Prinz von Persien, der blinde König, spricht mit dem blinden Mann. Kassandra stieß auf einen blinden Perser, der jene Welt sehen wollte,
von der an Front stets so viel erzählt hat. Sie bot sich als sein Auge an und schwor, für ihn die Lande zu bereisen. Wow. Oh, der blinde Mann. Oh. Klingt wie eine coole Quest. Wo ist denn das? Nicht Escape, sondern M für Muppet. Muppet. Ah, das ist eh da. Dann können wir ja kurz nach Attica gehen. Die Quest abgeben, die wir schon haben, seit wir in Athen ankamen. Und dann gehen wir mal zu dem kleinen Dude. So, dann wollen wir mal das abgeben hier. Danach, nach der Quest, können wir ja sogar die Entscheidungsschlacht machen. 38 Meter. Da plumpst die Quest aus dem Himmel. Der Weisheit. Ich frage dich, erfreut es dich, deine Stadt der Schlacht nahe zu sehen? Hast du meine Siegel schon? Du zweifelst mich an? Hab ich. Ja, ich habe die Siegel für dich. Das wird den Narren in der Versammlung eine Lehre sein. Wir machen Fortschritte. Was? Wärst du interessiert, noch mehr Polemarchen auszuschalten? Das mache ich nebenher. Sicher, na klar. Du leistest gute Arbeit. Hast du weniger erwartet? Nein, doch dich anzuheuern war ein Wagnis. Wie fast alles im Leben. Ich bin vielleicht bereiter, ein Wagnis einzugehen, als den anderen Feldherrn lieb wäre. Wer kein Risiko eingeht, gewinnt keinen Krieg. Ganz genau. Wie kommt es, dass eine Söldnerin versteht, was die größten Feldherren Athens nicht begreifen? War das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung? Sparta will unsere Nachschubwege ausfindig machen. Wir haben schon mehrere Spione gefangen. Es darf ihnen nicht gelingen. Nein, nicht wenn deine Truppen überleben sollen. Du musst noch mehr ihrer Befehlshaber töten. Wenn die Hopliten keinen Anführer haben, fallen sie in Unordnung. Bist du sicher? Spartiaten sind erbitterte Krieger. Krieger, ja. Denker, nein. Sie reagieren wie wilde Tiere. In einer Situation, die Überlegung erfordert, würden sie auseinanderfallen. Töte die Befehlshaber und bring mir ihre Siegel. Mal sehen, wie die anderen Feldherren darauf reagieren. Ich hol dir deine Siegel. Je eher, desto besser. Oh, noch mehr Siegel. Ich habe Jahre gebraucht, um die zusammenzusuchen. Ich habe letztes Jahr wortwörtlich damit angefangen. Was hältst du von den Spartiaten? Feldherr Neon würde sicher sagen, dass sie geistlose Unholde sind. Das ist nicht ganz falsch. Sie sind auf primitive Art gerissen. Das reicht nicht, um der Macht Athens zu widerstehen, vorausgesetzt die anderen Feldherren fällen kluge Entscheidungen, statt auf Zeit zu spielen. Du weißt schon, dass ich aus Sparta bin. Du bist besser als der Durchschnittsspartaner. Vielleicht verdienst du dir irgendwann sogar die Athener Bürgerschaft. Quasi der Gipfel meiner Karriere. Mag sein. Ich wünschte, ich könnte über unsere Flotte verfügen. Was ich damit gegen Sparta ausrichten könnte. Sparta hat Athen ziemlich in den Hintern getreten mit ihrer Flotte. Naja. Befehligst du die Truppen schon lange? Ja, ich bin seit geraumer Zeit Feldherr in unserer Armee. Am Anfang unterliefen mir ein paar Fehler, aber die habe ich längst wieder gut gemacht. Trotzdem glaubt jeder, meine Siege beruhen auf Glück, nicht auf guten Entscheidungen. Ich verstehe, dass das frustrierend ist. Andere ernten den Ruhm für meine Erfolge. Zögerliche Männer, die unnötige Verluste hinnehmen, weil sie Gelegenheiten nicht erkennen. Du weißt, was mit einem Feldherrn passiert, der seinen guten Ruf verliert? Dem man den Tod von Athenern Bürgern vorwirft? Nichts Gutes. Er stirbt. Also tue ich alles, um das Leben der Athener zu schützen. Und vielleicht werden meine Erfolge eines Tages anerkannt. Ich fände es übrigens richtig, richtig cool, wie die Feld, also die Helmbuschen, Büschel da oben halt, der Feldkamm, animiert ist. Das ist richtig cool. Finde ich richtig gut. Warum brauchst du die Siegel? Wozu brauchst du diese Siegel?
um sie den versammelten Feldherren ins Gesicht zu schlagen, damit sie endlich aufwachen. Während sie debattieren und zögern, gewinne ich diesen Krieg. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich find's echt cool, wie die Kämme animiert wurden. Tja. Ist mir gerade spontan eingefallen. Gut, oder aufgefallen. Gut, Quetschen. Der Weise Krieger. Nochmal drei. Ja, dann, das hört auch nicht auf. Ja, super. Gut, Prinz von Persien. 2000 Meter. Aber anscheinend ist ja jetzt die Seuche in Athen weg, ne? Das ist ja cool. Ah, perfekt. So. Da, da, da. Ja, ba, da, ba. Platsch.